Es ist September 2023 und wir befinden uns bei der Museumsbahn in Beekbergen. Die Museumsbahn betreibt einen Dampfzugbetrieb auf einer 22 Kilometer langen Strecke von Apeldoorn nach Dieren. Der Mittelpunkt des Museums ist das Bahnbetriebswerk und der Bahnhof. Einmal im Jahr, im September, veranstaltet das Museum ein Eisenbahnfestival, das inzwischen über die Grenzen der Niederlande hinaus bekannt ist. Denn das Museum besitzt eine große Sammlung von Dampflokomotiven aus Deutschland. Der erste Personenzug verlässt Beekbergen in das 10 Kilometer entfernte Apeldoorn. Eine halbe Stunde später kommt die 23.023 mit dem Personenzug wieder nach Beekbergen zurück. Das Museum besitzt auch historische Eisenbahnwaggons, die hier auf der Strecke sehr oft zum Einsatz kommen. In den 1970er Jahren kaufte das Museum 8 Personenwagen aus Österreich. Die Österreicher mit ihren Plattformen sind beim Publikum sehr beliebt. Sie sind vergleichbar mit den deutschen Donnerbüchsen. Die 64415 steht schon auf Abruf auf Gleis 2 bereit. Der Fahrplan ist eng getaktet und es bleibt nicht viel Zeit zum Umsetzen der neuen Zuglok. Interessant ist auch das Öffnen und Schließen der Bahnschranke. Der Steuerblock steht auf Gleis 1 im Freien und über ein Zahnradgetriebe und Kettenzug kann man die Bahnschranke bedienen. Thank you.
Dirk und ich, wir befinden uns am Südkanal, denn hier wollen wir möglichst viele Personenzüge mit unterschiedlichsten Dampflokomotiven filmen. Nach etwa 12 Kilometer und 20 Minuten Fahrzeit erreicht der Personenzug den Bahnhof Apeldoorn. Wir haben in Wikipedia zwei alte Fotos vom Bahnhof entdeckt. Die Aufnahmen sollen von 1920 stammen. Die Dampflok muss noch umgesetzt werden und danach geht es zurück nach Beekbergen. You've come to me.
Personenwagen für die nächste Fahrt stehen schon am Bahnsteig. Bei dieser Tour kommt die 523879 zum Einsatz. 1944 wurde sie in Österreich gebaut. Ab 1996 wurde sie außer Dienst gestellt. In 2003 wurde die Lok an das Museum übergeben und wieder fahrbereit aufgearbeitet und gehört jetzt zum Lokomotivenbestand des Museums. Hat die 52er mit dem Personenzug Beckbergen verlassen, bewegt sich die Güterzuglok 503654 in Richtung Bahnhofsausfahrt. Sie hat Güterwagen am Haken und wird in Kürze sich auf den Weg nach Apeldoorn begeben. Auf Gleis 11 steht die Tenderlokomotive 64415. Sie muss nochmals Wasser fassen, denn sie hat heute noch einen Fahrauftrag. Ihr Auftrag heißt, sie muss noch einige Güterwagen nach Löhnen überführen. Thank you.
Zum Schluss des Tages gibt es noch eine besondere Vorführung. Ein Teil der Dampflokomotiven werden über Nacht in Löhnen abgestellt. Diese Lokomotiven fahren im Verbund zu ihrem Abstellplatz. Mit diesem gemeinsamen Hubkonzert endet der erste Teil unseres Filmes über das Eisenbahnfestival in Beekbergen. Der zweite Teil ist in Bearbeitung und unser Thema sind dort die Güterzüge mit der 50307, der 44 1593 und der 41 241.